Moin Freunde und willkommen zu einem weiteren Video zu Ghost of Tsushima. Einmal zwängen wir uns durch diese Lücke. Ja, wir besuchen jetzt ein Grab, sofern wir es dann finden und sofern es dann auch klappt. Und ja, erst einmal ein riesen Dank an alle, die mich so fleißig unterstützen in Form vom Abonnieren, von positiven Videobewertungen, netten positiven Kommentaren oder natürlich auch immer wieder bei den Livestreams dabei zu sein. So, jetzt gucken wir aber mal. Hier ist also irgendwo ein Grab, das wir besuchen können. Kommen wir hier jetzt irgendwie an der Wand lang? Scheint nicht. Ah, der hält sich da auch nicht fest. Ach, Leute. Okay, wir sind auf jeden Fall... Aber ich weiß, dass wir hier schon mal waren. Das weiß ich, aber... Anscheinend haben wir hier irgendwas noch nicht abgeschlossen damals oder so. Ich bin der Meinung, da sind wir aber auch damals durchgegangen, um wegzukommen. Aber da oben ist noch so eine Dings, aber da kommen wir nicht durch, glaube ich. Und auf die andere Seite, glaube ich, kommen wir aber auch nicht hoch. Ne, der... Kann ich mal da hoch auf die kleine Dings? Kommen wir da irgendwie hoch? Wahrscheinlich auch eher nicht. Weiß nicht, ob wir uns hier irgendwo hätten langhangeln können, aber auch das nicht, glaube ich. Dann, weil das ist, glaube ich, nur wieder der Weg nach draußen. Ja, okay, wir sind wieder hier oben. Jetzt, glaube ich, auf der anderen Seite. Können aber hier auch nichts machen, so wie ich das sehe. Ich glaube auch nicht, dass wir da auf die andere Seite rüber... Doch, da kommen wir hin. Okay, bin ich hier schon gewesen? Ja, das ist da, wo ich hergekommen bin, ne? Genau, da bin ich eigentlich hergekommen. Richtig, da wollte ich erst hinspringen. Da bin ich runtergeplumpst. Ne, gut, dann... Gibt es hier wohl keinen anderen Weg oder irgendwas, was wir machen könnten? Nö. Sieht nicht danach aus. Okay. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück. Oh, es fängt an zu regnen. Dann spielen wir mal auf unserer Flöte. Nebenbei gucke ich mal. Normalerweise, wenn wir das ja erledigt haben, dann... Ich weiß nicht, ob die Punkte auch grau werden, so wie die. Anscheinend nicht. Weil das vielleicht Sachen sind, die man gar nicht abschließen kann, ne? Genau, das sind Sachen, da kann man, glaube ich, nichts abschließen. Deshalb werden die wahrscheinlich auch so bleiben. Ist ja genau eigentlich wie mit diesen Händlergeschichten. So, was haben wir denn hier aktuell, wo wir hin können? Leute, ist alles so verdammt weit weg. Ich werde das einfach mal markieren, auch wenn es ewig dauern wird, bis wir da ankommen. Naja, gut, 1,6 Kilometer. Klingt jetzt auch wieder mehr, als es ist. Glaube ich zumindest. So, das Wetter müsste, glaube ich, jetzt besser werden. Jo. Es scheint schon mal die Sonne ordentlich. So, wie kommen wir hier runter am besten? Uns natürlich nichts an. War irgendwie hier hochgekommen. Ja, Leute, wo sind wir jetzt hier hochgekommen? Das ist auch eine sehr gute Frage. Könnten wir auch einfach hier irgendwo runterspringen. Ah, das ist mir zu hoch. Wir werden hier einfach mal runter. Okay. Machen wir mal unser Pferdchen. Dann sehen wir mal zu, dass wir in die Richtung kommen, in die der Wind bläst. Heute immer in Richtung des Windes. Oh shit. Alter Schwede. So. Okay, das Wetter ist schon mal schön. Das ist gut. Dann gucken wir mal. Guck mal, da oben ist noch so ein gelber Banner. So, hier waren wir, glaube ich, auch schon mal. Ich glaube, da konnten wir auch nichts mitmachen mit dem Banner. So, Pferdchen, du wartest mal hier. Ich bin gleich wieder da. Und dann machen wir nach oben kurz gucken. Ach, da hinten ist das Ding. War hier auch einer? Nee. Oh, guck mal da. Attentat!
Die. Alter. Du Schlipp. Müll, du. Und der nächste weg. So, das ist die Windkampfhaltung. Einen haben wir ja meistens gehabt. Wir bleiben erstmal auf Wind. Aber was willst du denn jetzt? Bei der ist halt ganz geil, dass er halt auch hier die Füße halt auch mit einsetzt. Wenn auch nicht allzu viel, aber immer mal wieder. So, wir retten einmal die Dame. Das ist ein Wunder. Geht. Gebt auf euch Acht. Bitte. Das ist für euch. Okay. Vielen Dank, junge Dame. Dann gucken wir, ob wir noch irgendwas haben, was wir einsammeln können. Sieht aktuell nicht danach aus. Wir holen mal unser Pferdchen hier rüber. Nee, glaube auch nicht. Ah, ich wollte eigentlich nach dem Banner gucken. Wo war denn das Ding jetzt? Hier oben. Aber ich glaube nicht, dass wir da irgendwas mit dem Teil machen können. Nö. Sieht nicht danach aus. Alles klar. Dann wollen wir mal wieder in Richtung des Windes. Haben wir nebenbei. Boah, haben wir gerade erschrocken, ja? Hier nebenbei jemanden platt gemacht. Eieiei. Okay, wir müssen da irgendwo lang. Oha, da müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie einmal außen rum kommen. Das kann ja was werden. Junge Dame, ich lasse sie alleine. Ich hoffe, sie kommt klar. So, da ist eine Brücke, über die müssen wir. Zack. Ja, das Pferd springt, wie gesagt, habe ich ja schon mal in einem anderen Video erwähnt. Das Pferd. Oh shit, da war wieder ein Bär. Das Pferd springt irgendwann von alleine. Wo ist der scheiß Bär? Der ist weg erstmal. So. Wieder die Brücke. Dann gucken wir mal, was sagt der Wind. Wir müssen genau da lang. Hier kommen wir jetzt wahrscheinlich eher nicht runter. Dann begeben wir uns halt hier vorne rum. Oder kommen wir auch nicht lang. Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht runter. Oh Mann, wir kommen mit dem Pferd auch nirgendwo so richtig runter und lang. Das ist manchmal schon ein bisschen nervig. So, hier geht es wahrscheinlich auch wieder bergab, wo wir nicht lang kommen. Vorne könnten wir, glaube ich, im Wasser, übers Wasser. Das sieht gut aus. So, 1,2. Oh ne, wir müssen wieder hoch. 1,2 Kilometer. Ah, unser Pferd ist fit. Mal überlegen, was gucken hier. Okay, hier lang. Wir brauchen nicht über diese Brücke. Einfach hier lang. Okay. Sieht gut aus. Ja, mal rüber, mein guter. Boah. War irgendwas zum Einsammeln gerade noch. Da ist auf jeden Fall ein Blümchen. So, wir sollten uns ein bisschen beeilen. Oh, das sind Wildschweine hier, alles klar. Ich dachte erst Bären. Oh, da hinten sind schon wieder gegnerische Einheiten. Die werden da, glaube ich, gerade. Oh, die bekämpfen sich da gerade. Gegenseitig, die Jungs und Mädels. Okay. Oh, der geht auch auf mich los. Ihr habt doch geholfen. Das ist ja auch schon ein mega Move, den er da gerade drauf hatte. So, Schwert stecken wir mal weg. Sauber gemacht. Das ganze Blut ist weg. So. Ich glaube, sonst haben wir hier nichts. Ich weiß immer auch nicht, die Windkampfhaltung, Steinkampfhaltung. Also ich habe das jetzt auch nicht so wirklich im Kopf, welche wirklich die beste für was ist. Das habe ich mir wirklich nicht gemerkt. So, auf jeden Fall geht es weiter in die Richtung. 900 Meter, Leute. Wollten wir relativ schnell runtergerissen haben. Würde ich jetzt mal so behaupten. Es sei denn natürlich, wir machen hier alle gefühlt 100 Meter Stopp. So, da können wir nochmal eine Blume einsammeln. Hier müssen wir wahrscheinlich rüber. Okay. Hat diese Geräusche hier von den Rehen oder was das ist?
Was haben wir denn hier vorne? Da waren wir bestimmt schon mal drin, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Oder auch nicht. So, mal gucken. Eieiei, drei Leute. Vier Leute. Mal gucken. Am einen nehmen wir so mit. Zack. Das hat schon mal geklappt. Haben wir schon mal einen weg. Sauber. Stirb, du Hund. Den haben wir auch. Und den haben wir auch. Waren das alle? Ich glaube, das waren alle. Sehr schön. Das war ja auch mal wieder eine easy Nummer. So, können wir da was machen? Jawohl, da können wir noch was sammeln. So, ein paar Vorräte. Hier waren wir doch auch schon mal, glaube ich, ne? Der Meinung. Kommt mir zumindest sehr bekannt vor. Es sei denn, es sieht hier alles gleich aus. Aber ich bin der Meinung, hier waren wir schon mal. Ja, das war dieses Anwesen. Alles klar. Weiß auch nicht, ob da jetzt was Sinn macht, da dieses Haus noch zu durchsuchen. Aber wir können auch mal zurück. Aber ich glaube nicht, dass wir hier irgendwie was Bestimmtes noch einsammeln können. Die Gegner sollten, glaube ich, alle weg sein. Vom Fenster. So, da ist auf jeden Fall was. Vorräte, die nehmen wir mal mit. Hier ein Eingang. Gibt es überhaupt einen Eingang? Ja, war toll. War einmal drumherum gelaufen. Und hier scheint es auch nichts zu geben. Oh, schick. Da muss man ja sagen, ne? So diese Häuser und sowas in Japan, die sind natürlich schon zum Teil echt geil. Gerade solche Geschichten hier. Ein schönes Anwesen eigentlich. Mit dem Wasser hier, mit dem kleinen Pool, hätte ich mal gesagt. Hier wollten wir noch mal rein. So. Gut. Ist auch nichts. Schön bemalte Wände auf jeden Fall, aber das war es dann auch schon. Zack, einmal durchgehauen, das Ding. Komm her. Okay. Also, weiter Richtung Wind. Der geht in... Ah, genau in die Richtung. Los jetzt, Zora. Dann reiten wir hier mal rüber. Dann bin ich mal gespannt, was uns da gleich erwartet. Es könnte, glaube ich, wieder so ein Fuchsbau sein. Die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, sehr groß, dass dieser unentdeckte Ort ein weiterer Fuchsbau ist. Wobei, ich glaube, es dauert auch nicht mehr lange. Dann müssten wir die auch alle vollzählig haben. Was ist da drüben? Glaube ich. Eine Feuerstelle, sehe ich das richtig? Nee, oh, Bienen und sowas. Hauen wir mal lieber ab. Oh. Oh, Alter, scheiße. Das war ein Sprengpfeil, die wollte ich eigentlich gar nicht haben. Na gut. Können wir da trotzdem noch was mitnehmen? Jawohl, können wir noch Raubtierfell mitnehmen. Sehr schön. Der arme Bär, da habe ich mal... Oh, guck mal da vorne, Leute. So. Ach, langsam, mehr oder weniger langsam hin. So. Den Dicken da, den müssen wir irgendwie am besten von hinten erwischen. Den Kollegen hier. Aber ich glaube, das wird nichts, weil der andere da auch in unsere Richtung steht. Okay. Egal. Ah, Leute, Leute, ich sag's immer wieder mit dieser Kamera. So, nebenbei mal ein bisschen was einsammeln hier.
Na, hörst du auf, mich zu schlagen, Kollege? Gefällt mir nicht. Jetzt aber. Okay. Ich glaube, diese Windkampfhaltung ist wirklich nicht schlecht. Zumindest sind wir damit relativ erfolgreich aktuell. So, Vorräte nochmal. Und dann reiten wir mal weiter in Richtung des Windes. So, wo zeigt der nochmal lang? Hier, ne? Ja. Vorne sehe ich noch ein rotes Blümchen. Das sollten wir vielleicht auch nochmal mitnehmen. So. Blumen. Im Haar. So, 130 Meter. Also ich bleib dabei. Ich glaube, es ist wieder ein Fuchsbau. Oh, mal gucken. Unter Grasland. Okay. Vorne sind wir gleich. Auch nicht schon wieder so ein scheiß Vieh. Und es ist ein Fuchsbau, ich sag's ja. Ja, dem Fuchs hinterher. Das wäre eine gute Idee. Vor allem am besten so schnell wie möglich, damit wir den anderen Viechern hier, oh fuck, entkommen. So. Mehr Leid, Kollege, aber du hast dich mit mir angelegt. So, jetzt ist die Frage, wo ist der Fuchs? Da vorne, alles klar. Komme. Jupp, lauf weiter. So, das Blümchen hier nehmen wir natürlich auch noch mit. Oh, da vorne sind schon wieder Gegner. Er hat mich, glaube ich, nicht gesehen. Das ist gut. Bambus nehmen wir auch noch mal mit. Oh ne, jetzt hier hoch. Schon süß, ne? Auch dieses Geräusch, finde ich. Der Füchse. Finde ich schon mega süß. Da oben, ne? Glaube ich. Sah es zumindest gerade aus. Ja. Okay. Danke, Mr. Fuchs. Also, 4 Fuchsbauten gibt es auf jeden Fall noch. Das ist schon mal klar. Das sehen wir ja hier. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Rein theoretisch könnte man den Fuchs streicheln jetzt, wenn man wüsste, wo er ist. Wo sind wir hier hochgekommen? Irgendwie wieder runter. Was hier? Hier war's. Okay, ab nach unten. Ja, toll. Das Ding hätten wir uns auch sparen können. Aber den nehmen wir mit. Oh shit. Einfach, oh Mann. Hau ab, du Vieh. Hau ab. So. Gut, haben wir das Ding auch. Und hier gucken wir mal, was haben wir hier? Niederer Tarntalisman. 10 Line, Erweiterung der Legende wenig. Aber da werden wir mal hinreiten, wenn wir schon in der Nähe sind. Dann gucken wir mal, dass wir da das nächste Ding erfüllen für Tsushima. Klar, für Tsushima machen wir natürlich alles. Unsere Heimat, unser Zuhause. Ich habe übrigens auch mal hier so ein Bambi hier geschossen. Allerdings bringt einen das nix. Seitdem lasse ich die halt ganz brav in Ruhe. Aber so ein Blümchen würden wir nochmal pflücken wollen hier. So. Oh du Scheiße, da vorne kommen ein paar Gegner. Ah, okay. So. Komm, wir waren herausfordernd. Das Gute ist, wenn wir das nämlich schaffen, immer diese Herausforderung, dann kriegen wir nochmal unsere Energiekapseln da unten, so nenne ich sie immer ganz gerne. Die kriegen wir dann voll. Die Kreise, mit denen wir unsere Energie nochmal auffüllen können. So, machen wir auch gleich nochmal. Zack. Okay, den haben wir zwar getroffen, aber... Das war natürlich sehr clever gerade.
Dann schmeiße mal Kunais. Okay, den haben wir auch erledigt. Oh, Alter. Ich hasse diese Typen mit den... mit den Schutzschildern hier, hätte ich mal gesagt. Arschloch, weg mit dir, blöden Pfeil-Heinis hier. So, aber einen Pfeil nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Gut, das hat auch sehr gut wieder geklappt. Der lebt noch, jetzt nicht mehr. Die Energie laden wir auch nochmal auf und haben immer noch fast drei Kreise da unten. So, haben wir hier noch irgendwas zum Einsammeln? Bestimmt. Ne, ist alles voll. Auch voll. Dann holen wir erstmal unser Pferdchen hierher. Und wir gucken mal. Haben wir noch was? So, Pferdchen, komm. So, unser Pferd. Dann haben wir auch noch ein paar Gegner, aber die lassen wir erstmal. Denn wir wollten ja eigentlich... ja. Für Tsushima, okay. Das ist jetzt aber Gegner da unten, oder sind das alles... du bleibst hier. Oder sind das Verbündete? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, das sind Verbündete, oder? Wenn es Gegner wären, wäre es doch rot. Glaube ich. Sprich mit der Frau beim Gasthaus von Atsamo. Ah, da ist sie ja schon. Gehen wir mal zu ihr. Der holen wir trotzdem nochmal her hier, falls wir es gleich mein brauchen. Herr, und? Seid ihr auch hier, um der Asamo-Liga zu helfen? Hören uns mal an, was die zu erzählen hat. Noch nie davon gehört. Bauern und Fischer haben sich gegen die Mongolen zusammengetan. Ich kam aus Ariake, um sie auszubilden. Ich bewundere ihre Tapferkeit. Wie geht die Ausbildung voran? Sie sollten mich schon vor Stunden hier treffen. Ich wollte sie gerade suchen. Ich reite mit euch. Für Tsushima, unsere Heimat. Große, schöne Heimat in Japan. Ja. So. Gut. Ariake, Bambusstand. Als Kind träumte ich davon, ein Samurai zu werden. Jetzt reite ich neben einem Echten. Doch ihr wisst, wie man kämpft und mit Pferden umgeht. Mein Dorf an der Küste wurde ständig von Piraten geplündert. Sie töteten meine Eltern, als ich jung war. Ich lernte, mich zu verteidigen. Ich hoffe, mein leidvoll erworbenes Können kann den Leuten hier von Nutzen sein. Kein großer Unterschied zu dem. Dort vorne brennt es. Das Bauernhaus. Los zum Bauernhaus. So schnell wie möglich. Mäht sie nieder. Oh, Gegner. Gegner. Alter. Ja, hörst du wohl auf? Boah, vorbeigeschlagen. Oh, das war die falsche. Gut, aber den haben wir auch weg. Beile voll. Ach, diese Kamera, Leute, diese Kamera. Immer und immer wieder kann ich mich darüber aufregen. So, dann befreien wir sie mal. Wenn die Mongolen sie gefunden haben, dann vielleicht auch den Haupttrupp. Ich hätte früher kommen müssen. Wir können die anderen warnen. Hört ihr? Sie können den Haupttrupp entdeckt haben. Wir müssen ihnen helfen. Schnell, mein Herr! Wartet! Okay. Kuna ist nochmal einsammeln. Wo ist mein Pferd? Ich will hinterher. Verlierst die Frau. Ja, ich muss ja erstmal hier aufs Pferd, Alter. Erstmal aufs Pferd, Alter! Dicker! So, nichts wie hinterher hier. Hä? An diesem wunderschönen Tag. Wie wir in Hamburg sagen, Tag. Nee, das heißt nicht Tag, das heißt Tag. So. Wir sind zu spät. Ah nein. Was bedeutet das? Wir können nicht alle retten. Dann werde ich die Toten rächen. Ein Samurai bewahrt Ruhe vor einem Kampf. Wartet! Okay. Erreiche das Missionsgebiet. Wir sind dabei.
Sieht aber schon mal hier so aus, als gibt's Ärger. Ihr werdet für eure Verbrechen bezahlen. Ah, der hat nicht so richtig gesessen, der Brandpfeil. Zumindest nicht, wo ich ihn haben wollte. Jetzt schon. Du Arschloch. Jetzt aber. Boah, Alter. Und die Vorräte sammeln wir mal nebenbei ein. Die Pfeile ebenfalls. Schön ausgewichen. Okay. Kalt hier. Irgendwie machen wir ihn kalt, wenn er dieses scheiß Schild hier mal aus der Hand verliert. Jetzt aber, komm. So, war es das? Nein, das war es noch nicht. Haben wir platt gemacht. Verbündeter ist gefallen. Ja, ich bin doch schon auf dem Weg dahin. Will ich die irgendwie retten? Wiederbelebe, tatsächlich. Oh, shit. Oh, so wettert nix. Komm, komm, komm. Okay. Das war ein Fehler, Kollege. Und tschüss. War's das? Anscheinend ja. Okay, Rauchbomben kriegen wir nicht. Wo ist sie jetzt hingelaufen? Also läuft wieder zurück. Sammelt sie hier ein, oder was? Sammelt sie hier mein Loot ein? Mein Loot, den ich so nötig brauche? Aber das finde ich zum Beispiel auch so geil. Man kann die Leute wiederbeleben, aber die können einen selber anscheinend nicht wiederbeleben. Hm. Ihr habt Talent, doch ihr seid bei eurem Ansturm fast gestorben. Machen euch die Mongolen nicht wütend? Die wichtigste Waffe eines Samurai ist er selbst. Ohne Kontrolle riskiert ihr zu verlieren. Verstehe. Ich sollte nach Hause zurück und meine Gefühle beherrschen lernen. Kämpft weiter. Wir brauchen Leute wie euch. Doch vergesst die Lektion nicht. Das werde ich, mein Herr. Für Tsushima. Und für Tsushima sind wir jetzt auch schon wieder am Ende mit dem Talisman der Verborgenheit von dieser wunderschönen Folge, die doch sehr erfolgreich war. Wir haben uns gut geschlagen. Ja, haben viele, viele Kämpfe gewonnen und viele Mongolen besiegt. Wir spielen jetzt nochmal nicht auf der Flöte, alles klar. Doch, wir spielen nochmal auf der Flöte zum Abschluss. Genießt diese Klänge und wir hören uns wieder zur nächsten Folge. Ich würde sagen, lasst gerne eine Bewertung da und wir hören uns zur nächsten Folge von Ghost of Tsushima. Tschüss!